Der nächste und vorläufig letzte Arbeitsschritt wird darin bestehen, die Trasse einzubauen. Und dazu brauche ich nochmal Stabhölzer, und zwar mit jeweils 15 cm Länge. Eben sauber machen. Und jetzt hole ich mal die Trassenbretter. Wenn ich keinen Mist gebaut habe, dann müsste es jetzt passen. Ja. Und wie erwartet kriege ich automatisch rechte Winkel durch diese Kanten hier. Und genau die möchte ich jetzt verstärken. Und damit kann ich mir das Einsetzen von Versteifungsdreiecken sparen.
Testlauf, ob es immer noch passt. Und das tut es. So, und dann kann der Spaß losgehen. Ich versuche jetzt möglichst schnell die Schrauben da reinzubringen. Gut.
Hier hinten habe ich so richtig Mist gebaut. Die Verstärkungsleiste, die ich hier eingesetzt habe, stößt unten auf die Längsspante. Glück gehabt. Und den Burschen mache ich wieder da fest, wo man drauf fassen könnte. Das will mir nicht gelingen erstmal. Naja, ich mach mal flott da weiter, wo alles klappt.
mal hier rein. Und halt schon müsste das geklappt haben. Und jetzt kümmere ich mich darum, was hier hinten noch zu retten ist. Jetzt muss ich von unten rein, von hinten. Das geht nicht per Augenmaß. Etwa 8,5 sein. Was jetzt gleich dran wäre, ist der Rechtwinkeligkeitstest. Aber vorher muss ich hier aufschauen. Thank you.
So, wenn dieses Teil jetzt in irgendeiner Art und Weise rechtwinklig sein sollte, müsste es ja mit den Tischkanten übereinstimmen. Und das tut es. Auch ohne Verbindungsstreifen, nur durch dieses Trassenteil.